So Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8. In den ersten beiden Parts haben wir pure Männerpower gesehen. Deswegen wird es in diesem Part Zeit für eine etwas zierlichere weibliche Komponente. Und wen nehmen wir da denn am besten? Ich würde mal sagen, die Rosa Gold Peach. Die ist so schön rosa golden, da kann ich hier einfach nicht nein sagen. Wir haben bislang Kart, wir hatten bislang ein Bike. Hier seht ihr übrigens das Bike, das wir neu dazu bekommen haben. So ein richtig cooles Bike, ne? Und jetzt holen wir uns als drittes im Bunde ein Quad. Und ich finde, dieses Bärchen-Quad passt ganz gut zur lieben Peach. Jetzt müssen wir noch die passenden Räder finden. Sind ja wie für die Frauen die Schuhe und die müssen ja auch irgendwie passen. Nee, das sieht nicht ganz so cool aus. Das finde ich jetzt ganz ansehnlich. Nee, das sieht besser aus. Retro-Rot sieht schön aus. Und was würde zur lieben Peach bzw. Rosa-Gold-Peach besser passen als die Wolken, da wir mit ihr auf Wolke 7 schweben. Oder in diesem Fall auf Wolke 2, da wir leider nur zwei Wölkchen haben. Aber nun gut, was soll man machen? Nächster Cup ist angesagt. Ich weiß nicht, ob ich die Ladescreens drin lassen soll oder lieber rausschneiden soll. Ich glaube, ich schneide sie lieber raus. Aber gut, hier der Sonnenflughafen, die erste Strecke beim Sterncup. Wobei könnte es sich bloß bei dieser Strecke handeln? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir endlich mal ein paar neue Items sehen. Da haben wir schon ein paar Reisende an der Seite. Schaulustige. Hier am Gateway Nummer 3. Stürzen wir uns gleich in die vollen sieht man schon mal Flughafen? Ja, was heißt Flughafen? Oh Gott, ich bin jetzt so abgelenkt. Sieht man Flugzeuge und jetzt weiß man definitiv, worum es in dieser Strecke geht. So, erstmal gehen wir hier unten lang. Hier, so sieht es halt aus. Unter einem Flugzeug ist halt nichts Besonderes. Nein, da wäre ein Shortcut gewesen, den man nur mit Pilzen fahren kann. Ich bekomme 3 Pilze, aber ich schaffe es nicht rechtzeitig zum Shortcut. Na gut, passiert halt schon mal. Hier erstmal wieder Antigravitationspaste genommen und hier davon geschwebt. Ah, das sieht, finde ich persönlich, echt richtig schön aus. Hier, Piranha-Pflanze ist ja neu in diesem Part. Schnappt halt zu und immer wieder so ein Boost, bla 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 bla. Hatten wir aber, glaube ich, schon im letzten Part, oder? Ja, hatten wir schon im letzten Part. Gut. Moment, ich muss aufpassen bei... ich muss mich an eine Sache erinnern. Das darf ich nicht vergessen. So, jetzt erstmal hier darum kümmern, dass wir die Kurve ganz gut kriegen. Und jetzt zeige ich euch auch, wie es noch immer unten dran aussieht, weil ihr habt es ja nicht schon mal gesehen. Also wie gesagt, hier seht ihr links, dort ist ein Shortcut. Den kann man aber wie gesagt ausschließlich fahren, wenn man denn Pilze hat, die wir jetzt momentan leider nicht haben. War ja klar, dass es soweit kommen muss. Aber ich lasse mich absichtlich zurückfallen auf den fünften Platz, auf den sechsten Platz. In der Hoffnung, dass wir endlich mal neue Items zu Gesicht bekommen. Also sieht echt, wie gesagt, richtig cool aus hier. Die Flugzeuge fliegen entlang. Das finde ich schön. Und jetzt bin ich mal still. Habt ihr die Durchsage gehört? Ich glaube, man hat sie nicht so gut gehört. Also wenn man ganz genau achtet, dann hört man im Hintergrund noch so eine Durchsage von so einer jungen Dame. Kann ich ganz verstehen, was sie da sagt, aber da ist auf jeden Fall eine Durchsage. Finde ich richtig cool, so ein kleines Detail. Die Strecke allgemein finde ich relativ cool. Ich finde persönlich, man hätte auch mehr draus machen können. Also die Flugzeuge fliegen an einem vorbei, das ist alles schön und gut. Das will ich auch nicht bemängeln. Was ich mir noch hätte vorstellen können, wäre folgendes gewesen. Nämlich, dass man... Oh, nicht in die Bananenschale fliegen. Dass man, wie soll ich sagen, dass man hier auf so einem Flugzeug auffliegt, beziehungsweise fährt. Zum Beispiel so ein Flugzeug fährt vorbei und dann landet man auf dem einen Flügel und fährt quer über das Flugzeug und springt beim anderen Flügel ab. Das fände ich zum Beispiel richtig cool, dass man so in der Luft, während das Flugzeug fliegt, auf dem Flugzeug fährt.
Das hätten sie zum Beispiel machen können. Hey, Nintendo stellt mich hier ein als Streckendesigner. Nee, allgemein echt eine schöne Strecke, aber ich finde, da wäre mehr drin gewesen. Vor allem dieses Flugzeugthema hätte man ein bisschen ausbauen können. Jetzt sind wir erstmal bei der Delfinlagune. Was könnte es bei der Delfinlagune wohl geben? Vielleicht Haie. Ja genau, Haie. Da sehen wir auf jeden Fall Cheep Cheeps und ein paar Toads, die schnorcheln wie in ihrem schönsten Urlaub auch. Ein Korallenriff bekommen wir vielleicht auch noch zu sehen. Wer weiß, wer weiß. Erstmal starten wir volksfröhlich im Wasser. Und ganz wie Delfine müssen wir hier auch Kunststücke vollführen, damit... komm, kriege ich die Kurve? Ja, ich habe die Kurve gekriegt. Sehr gut, jetzt können wir uns hier zwischen drei Wege entscheiden. Ich glaube, das hier ist der schwierigste, aber auch der beste Weg hier, wenn man links fährt. Und hier, wenn man auf dem Aal drauf ist, immer schön in der Mitte bleiben und Kunststücke vollführen, meine lieben Damen und Herren. Das macht nicht nur Spaß, sondern gibt auch noch richtig schön Gas. Oh, die Lichteffekte, schaut euch das an. Habt ihr die Lichteffekte gesehen? Die sehen richtig cool aus. Wegen den Lichteffekten würde ich fast schon sagen, dass... Oh, jetzt habe ich den Pilz scheiße genutzt. Würde ich fast sagen, dass diese Strecke meine Lieblingsstrecke hier im Sterncup ist. Ist sie aber nicht. Da meiner Meinung nach echt noch ein paar schnieke Dinge auf uns warten. Und die werden wir dann natürlich zu gegebener Zeit sehen. Jetzt erstmal wieder dafür sorgen, dass wir nicht letzter werden. Und vielleicht auch endlich mal neue Items sehen. Das wäre richtig cool. So, jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal den rechten Weg lang. Wir gehen den rechten Weg. So, nie vom rechten Weg abkommen, meine lieben Freunde. In diesem Sinne gehen wir auch mal, würde ich sagen, unter dem Aal durch. So, müssen ja nicht die ganze Zeit auf ihm herumreiten, dem armen kleinen Wal. Er will doch auch nur hier ein bisschen seinen Spaß haben in Mario Kart 8. So, jetzt bitte, komm, ein cooles Item. Das wäre jetzt schön. Das wäre schön. Ja, ein Pilz ist ganz okay, aber nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, letzte Runde. Jetzt nochmal Vollgas geben. Jetzt ab durch die Mitte. Wortwörtlich bei der einen Stelle werden wir nämlich durch die Mitte gehen. So, und Bobomb. Den hatten wir auch noch nicht, aber auch nicht wirklich. Nein! Oh Gott, zum Glück. Zum Glück nicht in die Bananenschale. So, jetzt hier immer schön die Kunststückchen vollführen. Wir sind einfach zu langsam, habe ich das Gefühl, mit dem Quad. Und allgemein mit hier Rosa Gold Peach. Habe ich das Gefühl, so komm, triff jemanden. Ja, sehr gut. So, wenigstens ein paar Plätze gut machen. Das wäre hier das Ziel. So, jetzt vielleicht nochmal. Nein! Nein, nein, nein. Pilze. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das ist gut, dass ich Pilze bekommen habe. So, jetzt hier. Bam und bam. Und komm, 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 komm. Nein, reicht trotzdem nur für den vierten Platz. Aber nun gut. Sei es drum. Ich habe euch die Strecke wenigstens gezeigt. Das ist meine Ausrede. Hey, Fokker, du hast uns die Strecke voll scheiße gezeigt. Mal, zeig uns mal die besser, ey. Ich würde sagen, auf jeden Fall dort bei diesen Dingen, wo die Luft aus den Röhren kommt, wenn ihr versteht, auf jeden Fall sich längs halten. Aber jetzt erstmal die Disco genießen. Seid ihr eher so Disco-Gänger oder eher weniger? Ich mag Discos eher nicht, dass sie einfach viel zu laut sind. Also, ich mag es nicht. Also, ich habe nichts dagegen, wenn es laut ist. Ich gehe auch gerne auf Konzerte und so, aber ich weiß nicht so. Discos müssen für mich nicht sein. Aber die... ja. Aber die Strecke, die finde ich, hat es echt in sich. Definitiv eine sehr schöne Strecke. Das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Hier über mit den Scheinwerfen. Und hier rechts seht ihr auch noch die Gegner, wie sie in entgegengesetzte Richtung fahren. Hier den Speed mitnehmen. Und schön jede Bande auch noch mitnehmen, damit das auch alles schön seinen Sinn und Zweck hat. Yay. Ich fahre jetzt wieder mal einen Rotz zusammen. Einen Rotz fahre ich zusammen. Okay, ich bin still. Ah, ist das cool oder ist das cool, Leute? Ich finde das mega cool. Ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich mich echt zu leicht begeistern. Auch von diesen piranha-fressenden Pflanzen hier. Aber ich finde, die sehen erstens richtig cool aus. Und zweitens, dieser Effekt da ist richtig, richtig genial, meine lieben Freunde. Was ich noch schöner gefunden hätte, ist,
Moment, das zeige ich auch zu gegebener Stelle. Hier rechts sieht man halt nochmal die Gegner. Jetzt fahren wir mal hier links lang. Aber ich muss sagen, ich mag den rechten Weg, den rosanen Weg eher als diesen linken. Hier hätte ich es schöner gefunden, wenn es so gewesen wäre, dass je nachdem auf welcher Seite ich bin, also Gitarrenseite, dass da eine andere Musik gekommen wäre. Okay, ich war viel zu langsam, deswegen hat es sich auch nicht so cool angehört. Aber ich habe, glaube ich, das Prinzip verstanden hier. Ha, schön alles bunt und schrill und auch ein bisschen laut. Aber gefällt mir echt richtig gut. Also ich muss sagen, allgemein finde ich den Stern Cup bis jetzt von den Cups, die wir gesehen haben, den schönsten. Den schönsten auf jeden Fall. Und ja, welche meine Lieblingsstrecke in diesem Cup ist, würdet ihr vielleicht noch gerne wissen. Sagt es mir doch, welche ist eure Lieblingsstrecke? Meine ist, obwohl wir schon schöne Strecken gesehen haben, noch nicht aufgetaucht. Vielleicht könnte es dann die letzte sein. Ja, man weiß es nicht, man weiß nicht, man munkelt. So, nochmal. Bam! Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und ein roter Panzer. Falls jetzt kein blauer Panzer auftaucht hier, wenn man Pilze hat, kann man hier eine Abkürzung nehmen. Haben wir aber nicht. Sollten wir das eigentlich hinkriegen. Habe ich sogar noch den zweiten erwischt. Supidupi. Damit bauen wir langsam so eine Führung aus. Oh, blauer Panzer. Du kommst ein bisschen zu spät. Tut mir leid. Besser spät als nie, würde ich sagen. Aber nee, es ist sogar richtig gut, dass es spät kommt. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstrecke. Die erste Strecke, hier Wario-Abfahrt. Die erste Strecke, die man nicht im Kreis fährt, sondern die einfach in drei Abschnitte unterteilt ist. Und ich finde, das passt einfach so gut zu dieser Strecke. Wir werden hier erstmal von diesem Hubschrauber abgeworfen oder starten auf jeden Fall hier. Und ja, das Thema ist, glaube ich, auch klar. So Berge, Alpine, Ski und solche Sportarten halt. Wintersportarten. Nee, ich muss echt sagen, ich weiß nicht genau, wie der Name lautet von diesen Strecken, die in Abschnitte unterteilt sind. Aber die fand ich bei Mario Kart 7 jetzt noch megamäßig cool. Aber die hier, bei der passt es einfach. Ich hab das verwechselt mit dem hier. Moment, hier gibt es nämlich einen Shortcut, den man fahren kann. Haha, ich war ihn aber fast zu früh gefahren. Aber habe trotzdem noch irgendwie hingekriegt und somit den Abstand ein bisschen verringert. Was mir besonders gut an dieser Strecke gefällt, sind die ganzen Wechsel, also die Themenwechsel. Erstmal hier Schnee, dann sind wir hier in einer Höhle, auch so ein bisschen alpenmäßig. Und jetzt in einem Wasserkraftwerk. Also die Vielfalt dieser Strecke, die gefällt mir richtig gut. Hier fällt wie in einem Wasserfall üblich, wie bei einem Wasserfall, also bei einem Wasserkraftwerk, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Das Wasser herunter, deswegen heißt es auch Wasserfall. Und da müssen wir die Beschleunigungsstreifen nehmen, damit wir auch ja nicht zu sehr abgebremst werden. So, hier kann man durchaus den einen oder anderen Baum mitnehmen. Hoffen wir mal nicht, dass uns das passiert, wollte ich sagen. Und jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Abschnitt. Nämlich zu einer Abfahrt, Alter. Also heißt auch deswegen Wario-Abfahrt. Aber das ist echt cool. Hier mit dem Slalom, den ich jetzt hier völlig versaue. Aber an und für sich ist das richtig cool. Wäre vielleicht noch nett gewesen, wenn es auch so einen klitzekleinen Boost gegeben hätte. Wenn man durch die Fahnen fährt, also zwischen den Fahnen hindurch. Hätte ich cool gefunden, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Also wir sind schon beim letzten Abschnitt, aber zum letzten Abschnitt des letzten Abschnitts. Nämlich zum Weitsprung. Der ist auch richtig gut gelungen. Drängen wir Lenny weg. War das Lenny? Ich hoffe, das war Lenny. Und siegen ins Ziel, beziehungsweise fliegen, beziehungsweise fahren ins Ziel. Das war das richtige Wort. Meine Lieblingsstrecke hier beim Sternencup. Die Wario-Abfahrt. Ich finde das mit den drei Abschnitten passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Deswegen ist es auch meine Lieblingsstrecke im Sterncup. Sagt mir doch, welche eure Lieblingsstrecke. Ey, wir hatten noch immer keine neuen Items. Das nervt. Ich will mal neue Items sehen. Kommt schon. Aber ich verspreche auch, wir werden mindestens einmal die neuen Items sehen. Jetzt sehen wir erstmal ein paar Highlights.
Ah, sieht das nicht schön aus? Eine rosa Gold Peach auf einem Teddybär. Den Teddybär hätte ich eigentlich für Bowser nehmen sollen. Aber ich wollte bei Bowser eher dieses, er ist mega groß und das Bike ist mega klein, so ein bisschen rausheben. Nun gut, hier einmal Erster, dann Vierter, Erster und Erster. Ja, ich weiß, ihr seid alle viel besser. Aber lasst uns das online klären, meine lieben Freunde. So, in diesem Sinne würde ich sagen, reicht das auch für diesen Part. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein bisschen Feedback freuen. Unser nächster Goldpokal. Yay, yeah, wieder nur ein Stern, aber what chance. Neue Fahrzeugteile haben wir auch freigeschaltet. So, jetzt komm, jetzt zeige ich euch direkt mal das Fahrzeugteil, bevor wir den Part beenden. Hier Einzelspieler Grand Prix, dann gehen wir 150er Kubikklasse. Nehmen wir einfach mal hier wieder rosa Gold Peach. Und da haben wir neue Räder, Slicky Räder in Violett. Ja, schön. Aber das war's wieder für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, gebt eine Bewertung oder sowas und einen Kommentar, blablabla. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüdelü.